Ich bin jetzt in Frischingen angekommen und hier ist ein Benediktinerkloster mit 7 Mönchen, ein Hotel und jetzt wollte ich eigentlich noch über diesen, wie hieß das, Hörnli drüber machen, aber das sind nochmal 600 Höhenmeter, ich glaube, jetzt haben wir es kurz vor 5:30, das packe ich heute nicht mehr, genau, und deshalb bin ich hier zu dem zur Rezeption, habe gefragt und dann kam der Hotelchef und hat mich herumgeführt und jetzt darf ich auf dieser coolen grünen Wiese mein Zelt aufbauen. Und jetzt war ich gerade noch drin in dem Hotel und unten sind richtig coole Toiletten und da kann ich meine ganzen Sachen aufladen und jetzt habe ich mir gerade noch in der Küche den Zugang vom WLAN geholt. Wie cool ist das denn? Jetzt ist sogar noch die Sonne rausgekommen. Mega gut. Und dann war ich jetzt heute mit dem Andreas unterwegs, einem Pilger aus Erfurt, Sozialpädagoge. Und der hat mir jetzt noch 50 Franken einfach so in die Hand gedrückt. Also nie, weil ich die ganze Zeit rumgeschnurrt habe oder so, sondern einfach auf den Weg so mit. Und hat mich nochmal zum Essen eingeladen und so. Und boah, mir sind so viele Sachen passiert, dass mich Menschen auf meinem Weg einladen oder mir was schenken. Bin mega dankbar dafür, ja.